Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist Johannes Fehr mit einer neuen Folge Mera25 TV. Heute sprechen wir über ein sehr spannendes, aber auch sehr ernstes Thema, nämlich eine Klage gegen die Bundesregierung wegen der Lieferung von Kriegswaffen an Israel. Mehr Details dazu gleich. Wir sind Mera25, eine deutsche Partei, Teil einer internationalen Bewegung. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, könnt ihr auf mera25.de euch informieren. Und in diesem Sinne, um zum Thema zu kommen, hole ich die Beate Bahnweg zu uns. Herzlich willkommen, Beate. Danke, dass du dir Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen zu diesem ernsten Thema. Wie ihr schon in der Beschreibung auch seht, Beate Bahnweg ist Rechtsanwältin und für diesen Fall zuständig, der sich gegen die Regierung richtet und ihre Unterstützung für das, was in Gaza passiert. Ja, Beate, vielleicht magst du dich kurz noch vorstellen. Herzlich willkommen und dann auch darauf eingehen, so ein bisschen die Grundlagen für die Klage eigentlich darlegen. Das wäre toll. Ja, hallo. Also ich bin Beate Bahnweg und bin Rechtsanwältin aus Berlin. Ich bin keine Völkerrechtlerin, wie das andere sind, die sich als zweite oder dritte mit dieser Klageform beschäftigt haben. Ich habe mich dieser Sache mit meinem Mandanten, Herr Kwasim Masri, angenommen, weil sich halt nach dem ersten Beschluss des IGH hier in Deutschland niemand wirklich darum gekümmert hat und angefangen hat, eine Klage gegen die Waffenlieferung nach Israel anzustrengen. Am 26.01. ist ja die erste Entscheidung des IGH ergangen, in dem festgestellt wurde, dass in Gaza dort ein plausibler Genozid geschieht. Und da hatten wir eigentlich erwartet, dass jetzt auch Menschenrechtsorganisationen in Deutschland, ähnlich wie in den Niederlanden oder in Großbritannien, jetzt anfangen zu klagen. Das geschah aber nicht und deswegen habe ich mich einfach der Sache angenommen, weil ich gedacht habe, das geht nicht weiter. Deutschland kann nicht einfach weiter Waffen an Israel liefern, wenn hier so massive Völkerrechtsverstöße gegeben sind. Da muss was getan werden. Und das haben wir dann im Februar 2024, genau gesagt am 29. Februar, am 19. Februar 2024 halt die Klage beim Berliner Verwaltungsgericht gegen die Bundesregierung, speziell gegen das Ministerium von Dr. Robert Habeck eingelegt. So, das jetzt mal kurz an den Anfang gestellt. Danke. Genau, wichtige Arbeit, denke ich. Deshalb haben wir dich auch eingeladen, mal genauer von dem Fall zu berichten und der Arbeit zu berichten. Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen. Es ist natürlich nicht der einzige Weg, auf dem man aktiv sein kann. Wir machen das auf der politischen Ebene. Viele machen das auch aktivistisch. Magst du vielleicht auch noch mal was zu deinem Mandanten sagen, Kasim Masri? Wie ist er persönlich betroffen? Warum hast du sozusagen in seinem Sinne diese Klage angestrebt, eingereicht? Ja, mein Mandant ist in Gaza geboren in den 80er Jahren und ist dann im Rahmen seines Medizinstudiums nach Deutschland gekommen und ist auch 2014 in Deutschland eingebürgert worden. Er ist Oberarzt an der Berliner Klinik und zwar in der Kinderintensivmedizin tätig. Aber der größte Teil seiner Familie lebt weiter in Gaza. Also seine Eltern, seine Schwester, die Kinder seiner Schwestern und noch zahlreiche andere Verwandte. Und seit dem 7. Oktober hat er so Stand, mein mir bekannter Stand, bereits 27 Familienmitglieder verloren und hat seit November probiert, dagegen vorzugehen. Hat sich auch schon an eine andere Menschenrechtsorganisation Anfang des Jahres gewandt, um ihn bei so einer Klage gegen die Waffenlieferung zu unterstützen. Hat da aber leider keine Unterstützung gefunden. Und so sind wir dann beide zusammengekommen, weil er gesagt hat, er möchte das gerne machen, egal was er da riskiert oder was es kostet. Es kostet nämlich auch eine Menge Geld. Er möchte einfach gegen die Waffenlieferung vorgehen, weil er nicht möchte, dass
mit seinen Steuergeldern noch das Töten und das Morden an seinen Verwandten in Gaza weiter stattfindet. So sind wir zueinander gekommen. Mein Mandant engagiert sich auch so, also bei zahlreichen Demonstrationen, in Vorträgen und war auch im April im Rahmen eines Ärzteteams in Gaza und in verschiedenen Krankenhäusern dort tätig und hat auch im Palästina-Kongress in Wien darüber gesprochen. Also er ist da wirklich kundig, was Tatsache in Gaza passiert. Ja. Danke. Genau, diese Schicksale gibt es ja jetzt leider zuhauf. Ich kenne auch mehrere Menschen, die Dutzende Familienmitglieder schon verloren haben. Und deshalb sind wir, wie gesagt, natürlich auch auf allen Ebenen aktiv und versuchen, diese Sache zu stoppen oder zumindest das, was man in Deutschland einfach machen könnte, nämlich keine Waffen mehr zu liefern. Genau, Qasem Masri, vielleicht auch noch zur Info, falls ihr mehr von ihm auch hören wollt, das ist auf Englisch, auf unserem YouTube-Kanal, also auf diesem Kanal gibt es auch eine Veranstaltung, die wir hatten, wo er gesprochen hat, in Berlin auf einem Gaza-Fundraiser auf dem Panel Interconnected Struggles, werden wir unter dem Video verlinken, genauso wie auch die Spendenseite für die Klage. Also wenn ihr euch da beteiligen wollt finanziell, wie Beate gerade schon gesagt hast, das ist sehr nötig, dann genau findet ihr auch den Link in der Beschreibung. Dann nochmal so zur Grundlage der Klage. Wäre es interessant, wie ist die rechtliche Situation, wie sind die Möglichkeiten, was versucht ihr da auszuschöpfen? Ja, also das ist jetzt eigentlich so eine Präzedenzklage. Es hat es vorher noch nie gegeben. Es gibt das Kriegswaffenkontrollgesetz und das ist eigentlich ein Verbotsgesetz. Also das ist so ausgestattet, dass Exportgenehmigungen für Kriegswaffen generell nicht zulässig sind. Nur in ganz bestimmten Ausnahmen. Und da gibt es den Paragraphen 6 Absatz 3 Nummer 2 und da steht halt, wenn die Gefahr besteht, dass Kriegswaffen zu Völkerrechtsverletzungen oder Verpflichtungen, die die Bundesrepublik im Hinblick auf Völkerrecht eingegangen hat, genutzt werden, dann ist eine Genehmigung zwingend zu versagen. Nun ist das Kriegswaffenkontrollgesetz aber so ausgestaltet, dass dann nicht steht, es kann jeder Betroffene klagen. Und in Deutschland gibt es halt die Besonderheit, dass anders als in der Niederlande beispielsweise oder in Großbritannien es keine Popularklage gibt. Also die gibt es nur ganz selten, in ganz seltenen Ausnahmefällen wie beim Umweltrecht. Das heißt, jemand, der klagt, muss auch persönlich in seinen Rechten betroffen sein. Nun habe ich die Klage mit meinem Mandanten, der ja in Deutschland lebt, der ja eigentlich nicht unmittelbar von der Waffenlieferung betroffen ist. Aber wir klagen auch im Namen seines Vaters in Gaza. Und der ist natürlich von der Waffenlieferung betroffen oder könnte betroffen sein, könnte diesen Waffen halt gegenüberstehen. Und da ist die Sache, dass es relativ kompliziert ist jetzt oder es ist noch nicht richtig entschieden, ob Personen in Drittstaaten den Grundrechtsschutz genießen, also vollumfänglich, ob sie sich auf die Grundrechte, wie hier körperliche Unversehrtheit oder wie wir Artikel 1, also wir für meinen Mandanten klage ich, also den in Deutschland, Herr Qasem Masri, klage ich auch aus Artikel 1 und zwar den Schutz seiner Volksgruppe vor dem Genozid. Also das ist ja, wie der EGH festgestellt hat, haben alle Mitglieder dieser Volksgruppe ein Recht, sich gegen den Genozid zu wenden. Und das muss auch für meinen Mandanten in Deutschland gelten. Deswegen hat unsere Klage beispielsweise zwei Stoßrichtungen. Die sagt einmal, jeder Palästinenser muss sich wehren können gegen einen Genozid an seiner Volksgruppe. Und dann gibt es das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Leben. Das ist auch Artikel 2. Und dagegen müssen sich natürlich auch persönlich in Gaza betroffene Menschen wehren können. Da gibt es aber bis jetzt noch keine Rechtsprechung. Das Bundesverwaltungsgericht hat in der Rammstein-Entscheidung begrenzt einen Drittrechtsschutz anerkannt. Aber halt, diese Klage wurde auch abgewiesen. Es hat also nicht bis zum Schluss begründet, besteht sie nur oder besteht sie nicht. Sie haben sie angedacht und haben gesagt, aber in dem Fall kommt es gar nicht zum Tragen. Und deswegen ist das auch
unter Juristen relativ umstritten, ob hier überhaupt eine Klagebefugnis gegeben ist. Aber wenn wir gar keine Klagebefugnis vom Betroffenen haben, dann ist dieses Kriegswaffenkontrollgesetz eigentlich ein leeres Gesetz, weil es kann niemand kontrollieren, weil die Rüstungsindustrie hat einen Vorteil dadurch. Die Rüstungsindustrie hat, und das ist anerkannt, Gerichte können überprüfen, ob eine Entscheidung der Ablehnung willkürlich ist. Also dem einen Unternehmen der Export genehmigt wird und dem anderen nicht. Da gibt es nur eine Entscheidung, ist das jetzt hier willkürlich? Ob ThyssenKrupp liefern darf oder ob Rheinmetall nicht liefern darf. Aber dann würde dieses Gesetz, was ja eine Ausformung des in der Verfassung geltenden Völkerrechts ist, überhaupt komplett ins Leere laufen. Und das Verwaltungsgericht hat sich mit diesem Punkt eigentlich noch gar nicht befasst, sondern hat, wir haben ja am 19.02. diese Klage gestellt und auch damit einen Eilantrag auf Versagung der zukünftigen Genehmigung. Und am Ende, im Juni, dann auch nochmal bestätigt das durch das OVG im August, hat das Verwaltungsgericht Berlin gesagt, ja, es besteht ja jetzt kein qualifiziertes Rechtsschutzinteresse, weil die Bundesregierung faktisch seit März gar keine Kriegswaffen mehr geliefert hat. Und es ist gar nicht absehbar, ob sie Kriegswaffen liefern wird und wie die Entscheidung aussieht zu dem konkreten Zeitpunkt, wo sie diese Entscheidung treffen wird. Es ist also nicht unserem Vortrag gefolgt, dass, wenn ein Genozid im Raum steht, ob es da überhaupt noch eine Abwägung gibt, Kriegswaffen zu liefern. Weil eine Beteiligung am Genozid ist natürlich eine Verletzung des Völkerrechts durch Deutschland. Aber bis dahin ist das Verwaltungsgericht gar nicht gegangen, sondern hat gesagt, also grundsätzlich ist Eilrechtsschutz als Vorausnahme einer späteren Entscheidung gar nicht möglich. Und man würde hier in den Entscheidungsspielraum der Bundesrepublik, also der Bundesregierung eingreifen, weil man ja gar nicht weiß, wenn sie wieder über Kriegswaffen entscheiden sollte, welche Entscheidung sie trifft. Und daran ist es letztendlich gescheitert. Man hat sich also gar nicht mit der Klagebefugnis befasst. Und das ist umso erstaunlicher, als aufgrund unserer Klage bereits im April ein Zwischenbeschluss ergangen ist und in dem der Bundesregierung auferlegt wurde, sie müsse künftige Genehmigung dem Gericht anzeigen. Und wenn sie Genehmigung erteilt, wird dafür ein sogenannter Hängebeschluss angekündigt, dass das Gericht bis zur Entscheidung über unseren Eilantrag anordnen kann, dass keine Genehmigung für Kriegswaffen erteilt werden. Und da war uns eigentlich, wir haben gedacht, da haben wir jetzt schon fast die Katze im Sack sozusagen und die Bundesrepublik darf nicht mehr liefern, weil so ein Hängebeschluss ist sehr, sehr selten. Und da muss das Gericht ja vorher schon geprüft haben, besteht denn überhaupt ein Rechtsgrund, so einen Hängebeschluss ergehen zu lassen. Warum auch immer dann letztlich das Gericht umgeschwenkt ist und am 10. Juni dann gesagt hat, nee, das sehen wir gar nicht mehr so, sondern da besteht jetzt gar kein Rechtsschutzinteresse, weil wir gar nicht wissen, ob die Bundesregierung jeweils wieder Kriegswaffen genehmigt, ist uns nicht so wirklich klar. Also wir waren schon auf dem Weg, eigentlich das Verfahren zumindest im Eilrechtsschutz, dass es erfolgreich ist. Ne? Und aber die Entscheidung sagt ja auch, das ist jetzt nur für diesen Fall, zu diesem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen ist. Unsere Klage ist weiter anhängig. Und deswegen haben wir natürlich den nächsten Antrag gestellt, als der Bundeskanzler am 10.10. gesagt hat, wir haben Waffen geliefert und wir werden weiter Waffen nach Israel liefern. Und insofern ist die letzte Entscheidung noch nicht getroffen, solange wie die Klage anhängig ist. Und wie der Krieg in Gaza andauert, wird es von unserer Seite immer wieder Anträge im Eilrechtsschutz geben, diese Genehmigung zu versagen. Ob wir letztendlich Erfolg haben, ist eine andere Sache. Aber der Erfolg unserer Klage und ich nehme auch im Zusammenhang mit Nicaragua, wir haben ja am 19.02. eingereicht und Nicaragua hat Ende Februar eingereicht und ich glaube am 3. oder 4. Februar, März war es anhängig.
Und die Bundesregierung hat ab März faktisch bis zu unserer Entscheidung des OVG keine Waffen geliefert. Und hat ja auch im Spiegel, im Spiegelartikel stand ja auch, sie hatte Angst vor den Klagen. Also insofern kann man schon mal sagen, ein Erfolg ist schon da. Also wir haben zumindest für eine Zeit lang die Waffenlieferung verhindert. So. Danke, genau. Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was denn seitdem der Kanzler da, ja, das auf Druck ja auch der rechten Opposition dann angekündigt hat, dass sie weiterliefern. Und auch Frau Baerbock hat ja im Parlament auch auf den die anhängige Klage auf Nicaragua verwiesen vor dem Internationalen Gerichtshof. Kannst du da vielleicht, wenn jetzt nicht alle ZuschauerInnen das sich genau auskennen, kannst du vielleicht noch kurz sagen, welche Klage Nicaragua da eingereicht hat, damit alle darauf auch wissen, worüber wir gesprochen haben? Ja, also zu dem Rechtsanwalt, der die Klage für Nicaragua eingereicht hat, den Dr. Müller aus Paris, habe ich auch einen regen Kontakt. Wir haben uns auch schon getroffen. Wir tauschen uns da auch mit Informationen aus. In der Presse wird immer so dargestellt, dass es hier nur um Genozid und nur um diesen Tatbestand sich dreht, der jetzigen Waffenlieferung. Aber das geht ein bisschen weiter. Nicaragua sagt eigentlich jegliche Unterstützung, auch im Hinblick auf den rechtswidrigen Zustand der Besetzung, ist da alles mit umfasst. Das ist aber bis jetzt in der Presse auch nicht so angekommen. Nicaragua klagt halt darauf, dass die Bundesregierung durch ihre Waffenlieferung und halt auch durch andere Sachen, wie sie Israel unterstützt, also diesen rechtswidrigen Zustand in Gaza und auch in der Westbank aufrechterhält und Beihilfe zum Genozid leistet. Das ist im Eilrechtsschutz im ersten vom IGH abgewiesen worden, aber der IGH hat die Klage angenommen. Das kam hier in den deutschen Medien auch nicht so rum. Also es sieht dann schon die Gefahr einer möglichen Beteiligung. Also es hat nicht die Klage gleich abgewiesen, hat gesagt, wir sind gar nicht zuständig oder die Klage ist nicht zulässig. Es hat aber gesagt, weil die Bundesregierung, und jetzt kommt die Besonderheit, die es in Deutschland gibt, die es in anderen Ländern nicht gibt. Also wir haben im Kriegswaffenkontrollgesetz wird nur werden nur die Genehmigung für Kriegswaffen geregelt. Das umfasst wirklich nur den Katalog der Kriegswaffen und nicht sonstige Rüstungsgüter. In anderen Ländern gibt es das nicht. Da heißt es Rüstungsexport und nicht Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter. Kriegswaffen sind dann faktisch die gefährlichen Waffen und die Rüstungsgüter, sonstige, sind dann nicht so die gefährlichen Sachen. Dazu zählen dann aber auch Bauteile für Kriegswaffen, Halterungen, für Waffensysteme, Panzer. Gerade Deutschland ist der Zulieferer für die Motoren der Merkava-Panzer, die massiv in Gaza eingesetzt werden, auch im Libanon und in der Westbank. Aber die fallen halt nicht darunter. Das ist die Besonderheit. Und Deutschland hat vor dem IGH vorgetragen, ja, wir haben ja Kriegswaffengenehmigung nur 3 Stück erteilt und die betreffen beispielsweise eine Übungsmunition. Obwohl in der israelischen Presse auch drin stand, dass aufgrund des Munitionsmangels, und das betrifft hier gerade eine bestimmte Panzermunition, die auch in der Ukraine benötigt wird und wo ein Lieferengpass war, und den Rheinmetall ist da beispielsweise ein Lieferer, auch Übungsmunition benutzt. Also das ist gar nicht so richtig in die Beurteilung eingeflossen, sondern Deutschland hat vorgetragen, ja, wir haben ja nur so ein paar Schutzgegenstände geliefert und das andere ist eine Übungsmunition, das könnte man ja gar nicht verwenden. Und dann hat der IGH halt beschlossen, dass zum jetzigen Zeitpunkt, und auch das ist hier nicht richtig dargestellt worden, eine Eilentscheidung nicht geboten ist, weil Deutschland gerade nicht liefert. Und das, was sie kurz davor geliefert haben, ja vermeintlich, so haben sie es dargestellt, gar nicht aktiv an einem möglichen Genozid, zu einem möglichen Genozid beitragen kann. Hat aber gleichzeitig gesagt, Deutschland ist daran gehalten, alles zu unterlassen, was ein Genozid fördert. Und da ist jetzt die Frage, haben wir weitere eine Förderung? Das ist aber immer so ein Nachweisproblem. Ne? Das meinte Dr. Müller eben auch. Wir haben
Probleme, wirklich auch nachzuweisen, welche Waffen werden denn in Gaza eingesetzt. Weil das, man hat zwar Bildmaterial, aber das ist halt nicht so genau, dass man jetzt wirklich sagen kann, das sind die Panzerfäuste, die aus Deutschland kommen. Beim Panzer wissen wir es ziemlich genau, dass da der Motor drin ist. Aber das sind halt, ist halt die Besonderheit, dass das bei uns nicht unter Kriegswaffen fällt. Und dann hat Deutschland vorgetragen, dass es ja ein ganz, ganz robustes System hat, wie solche Genehmigungen geprüft werden. Dass es durch drei Gremien läuft und dass da faktisch das Völkerrecht geprüft wird. Aber wenn man es jetzt mal effektiv nimmt, wie es tatsächlich passiert, läuft es zwar durch die Gremien, aber die Leute, die in den Gremien sitzen, die sind sich ja alle einig. Und wenn man den Bundestag hört, überbieten sie sich ja, wer die meisten Waffen und wer am schnellsten liefert. Sodass da eigentlich aus unserer Sicht gar nicht das Völkerrecht mit einbezogen wird. Und wenn man Frau Baerbock hört, die das Völkerrecht mal einfach umdeutet und sagt, überall, wo sich vielleicht ein Hamas-Kämpfer aufhält, da könne man dann den Schutzstatus aufheben und könne dann auch dort Zivilisten als Kollateralschaden töten, dann hat das nichts mit dem Völkerrecht zu tun, nichts mit der Genfer Konvention, was dort geregelt ist. Ne? Und da kann man dann davon auch ausgehen, dass gerade das, was Frau Baerbock sagt, dann auch nur in die Abwägung einfließt, die im Bundessicherheitsrat dann besprochen werden und wo es dann zu den Genehmigungen kommt. Und der IGH hat halt nur festgestellt, dass es zum derzeitigen Zeitpunkt keinen Anlass für Sofortmaßnahmen gibt. Er hat nicht gesagt, dass Deutschland, so wie es dargestellt war, weiter Waffen liefern darf, so wie es in der deutschen Presse dargestellt wird. Und ich gehe davon aus, dass mein Kollege auch, sobald es wieder Kriegswaffenlieferungen gibt, und das ist ja auch ein Problem in Deutschland, dass wir gar keine zeitnahen Informationen erhalten, einen erneuten Eilantrag stellen wird. Und wie dann der IGH entscheidet, das werden wir sehen. Ich hoffe, dass er so entscheidet, dass auch von Seiten des IGHs das untersagt wird. Aber Schwierigkeit ist halt in Deutschland diese Nachweisbarkeit, was uns auch bei Gericht begegnet, weil man hat keinen Anspruch darauf, dass man eine Mitteilung bekommt, wann Genehmigungen erteilt werden. Und wenn die Bundesregierung dann auf kleine Anfragen, beispielsweise des BSW, antwortet, dann wird da auch nicht gesagt, genau welche Waffen das sind. Und wenn man dann danach fragt, dann kommt man mit Geheimhaltung. Also es ist eigentlich für die einzelne Person, die jetzt diesen Schutzrechte aus dem Grundrecht geltend macht, schier unmöglich, an die Informationen zu kommen, die beispielsweise das Gericht verlangt hat, dass man konkret darstellt, dass jetzt die Gefahr, dass jetzt die und die Waffen geliefert werden. Ne? Und das kann es nicht sein. Also da bin ich der Ansicht, wir müssen halt den Rechtsweg ausschöpfen, der möglich ist und notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, dass das sonst ein leeres Gesetz ist, was nicht zu kontrollieren ist. Und um den Bogen zum IGH nochmal zu spannen, es ist halt kein robustes Kontrollsystem, weil die Bundesregierung alleine entscheidet und niemand anders ist, der diese Entscheidung wirklich faktisch kontrollieren kann. Ja, ich glaube, das ist ja sicherlich auch so angelegt, ne? Dass da eben die Transparenz nicht vorhanden ist. Okay, und um das vielleicht auch nochmal grundsätzlich zu sagen, eigentlich ist es ja natürlich kompletter Wahnsinn, dass man dann schaut, ach ja, wir können ja dies liefern oder das, das wird vielleicht nicht direkt verwendet, wenn man einfach offensichtlich seit über einem Jahr sieht, wie viele Kriegsverbrechen nach Kriegsverbrechen dort begangen werden, die einfach ganz klar dokumentiert sind. Eigentlich würde einem natürlich, wenn man moralische Integrität hätte, aus meiner Sicht, würde man dann sofort sagen, an diese Armee, die solche Kriegsverbrechen begeht, liefern wir gar nichts mehr. Du hattest jetzt auch schon von der Presse gesprochen. Was sind denn vielleicht noch Ziele, die neben der eigentlichen Klage und hoffentlich kann sie dann doch erreichen, dass die Waffenlieferungen gestoppt werden, vielleicht, wie du gesagt hattest, obwohl man nicht genau weiß, wann jetzt überhaupt Waffen geliefert werden, wurden sie wahrscheinlich zumindest etwas verzögert. Was habt ihr noch für andere Ziele mit der Klage, also vielleicht Öffentlichkeitsarbeit, einfach darauf hinzuweisen? Ja, also
wir haben jetzt noch ein Ziel, das hatte ich jetzt noch nicht so erwähnt. Wir haben jetzt einen neuen Antrag. Kann ich mal kurz, ich muss die Tür zumachen, der Hund heult so. Ich mache mal kurz aus. Mach das. Da seht ihr, dass wir, dass die Leute alle zu Hause sitzen und diese Arbeit machen. Genau, vielleicht kann ich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir auch eine Petition haben, die zum Rücktritt von Frau Baerbock aufruft, weil sie eben diese ganzen Dinge unterstützt, die wir dort, über die wir hier reden, die werden wir dann auch in dem, unter dem Video verlinken. Aber genau, zurück zu dir, Beate. Ja, also wir haben jetzt bei dem zweiten Antrag noch erstmal eine Sache drin, und das ist, ich glaube, das hat aber jemand anders auch schon einen Eilantrag eingereicht. Das ist dieses vermeintliche MS Katrin, die Sprengstoff geladen hat. Den probieren wir natürlich auch zu verhindern. Das, also, was heißt zu verhindern? Dass das Schiff, die Ladung beschlagnahmt wird und das Schiff nicht weiterfahren kann, soweit dort noch Sprengstoff vorhanden ist. Das Gericht hat mir gerade mitgeteilt. Das ist ein Schiff unter deutscher Flagge, ne? Das muss, genau, das ist das Schiff unter deutscher Flagge. Die portugiesische, Portugal hat die Flagge entzogen, nachdem auch zahlreiche Staaten wie Malta und so das Anlegen verboten haben. Das Schiff war zuletzt in Ägypten, da gab es zahlreiche Proteste, und von dort ist es in die Türkei. Keiner weiß, ob der Sprengstoff noch da drauf ist. Vom Gericht habe ich mitgeteilt bekommen, dass angeblich die Ladung schon in Albanien gelöscht worden wäre. Sieht aber nicht so aus. Also das ist jetzt noch in unserem Antrag drin. Und dann haben wir noch einen, finde ich, ganz wichtigen Antrag. Die Bundesregierung hat ja 5 Drohnen von Israel geleast. Und die sind seit 2023 auch bewaffnungsfähig. Wir haben die vorher ohne Waffensysteme, also ohne die Vorrichtung für die Waffensysteme geleast, und jetzt sind sie bewaffnungsfähig. Und unser Verteidigungsminister hat ja im Oktober 1 bis 2 Drohnen Israel zur Verfügung gestellt. Und auf der Seite der Bundeswehr kann man auch lesen, dass eine zurückgekommen ist und demzufolge 4 noch in Israel sind und die beim Kampf gegen die Hamas unterstützen. Und wir wissen ja alle, wie Israel die Drohnen einsetzt. Und da ist halt ein Antrag von uns auch, dass die Bundesregierung sicherstellen muss, dass diese Drohnen nicht völkerrechtswidrig in Gaza eingesetzt werden. Weil es gibt noch keine Richtlinien für den Einsatz der Drohnen in Deutschland, außer dass extra legale Tötungen verboten sind. Also extra legale Tötungen sind auch Tötungen eines vermeintlichen Hamas-Kämpfers ohne Urteil und Beweise. Ne? Und diese Drohnen werden in Gaza eingesetzt. Und die Bundesregierung hat bis jetzt gesagt, oh, die werden zwar eingesetzt, sie hat es zugegeben, aber ihr sind ja keine rechtswidrigen Einsätze bekannt. Und das ist zum Beispiel unser Ziel auch, dass diese Drohnen nicht mehr eingesetzt werden. Also das haben wir halt in unserem Klageantrag auch drin. Und zu der anderen Seite ist es natürlich, das hatten wir von Anfang an, ist aber leider nicht so geglückt, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen und die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie das mit den Waffenlieferungen funktioniert, wie das mit dem Kriegswaffenkontrollgesetz ist. Wir haben seit Februar probiert, auch Presse einzubinden. Wir haben an alle Zeitungen geschrieben, uns dabei zu unterstützen, weil natürlich, je mehr Öffentlichkeit ist für solche Klageverfahren, umso höher ist natürlich auch der Druck. Und Richter können dann nicht so faktisch im luftleeren Raum entscheiden, weil sie werden irgendwann einmal auch an ihren Entscheidungen gemessen werden. Also wenn es dann zweifelsfrei, wovon ich ausgehe, feststeht, dass es einen Genozid in Gaza gegeben hat, dann werden auch diese Richter irgendwie damit leben müssen, was sie entschieden haben. Und insofern denke ich, es ist auch wichtig, dass die Öffentlichkeit davon erfährt und dass wir dahingehend Öffentlichkeitsarbeit machen und sagen, die Bundesregierung darf hier keine Waffen mehr liefern. Und es ist nicht gerechtfertigt, dass wir weiter Waffen liefern. Auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Staatsräson, die nirgendwo definiert ist. Weder im Grundgesetz noch irgendwie einfach gesetzlich steht irgendwo Staatsräson. Und das ist ja deren Argument. Und wenn man sich die Klagebegründung durchliest oder die Klageerwiderung, dann ist das da 100-fach angeführt,
das halt zum Schutze Israels und Staatsversorgung, die niemand definiert hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Öffentlichkeit halt davon erfährt. Wir versuchen auch immer Auszüge aus den Begründungen irgendwie öffentlich zu machen, damit man mal sieht, da sind zum Beispiel so Passagen, wegen der Sicherheit der Ukraine müssen wir weiter Waffen an Israel liefern. Die eine Völkerrechtsverletzung deckt dann die andere, die Vermeidung der Völkerrechtsverletzung deckt dann die andere Völkerrechtsverletzung ab, oder solche Begründungen sind absurd. Oder wir halten uns durch die Waffenlieferung den Gesprächskanal zu Israel aufrecht. Also das kann ja erst gar nicht sein. Das steht dann wortwörtlich drin, würden wir keine Waffen mehr liefern, hätten wir gar keine Möglichkeit mehr, diplomatisch auf Israel einzuwirken. Und ich denke, solche Passagen müssen auch öffentlich gemacht werden. Oder dass man sagt, wenn wir jetzt diese kleinen Waffen nicht mehr liefern, das sind ja Präzisionswaffen, dann werden ja nur die unpräzisen, die Bomben geworfen. Die Bomben werden sowieso geworfen. Und mit den präzisen Waffen werden natürlich auch Menschen getötet. Und wie das die 99 Ärzte in ihrem Brief festgestellt haben, sogar durch normale Kleinwaffen gezielte Kopfschüsse an Kindern. Also dass eine Armee die Kriegsverbrechen begeht oder einen plausiblen Genozid, jetzt mit verschiedenen Waffen dann das nicht mehr begeht, das ist auch genauso absurd. Und so absurd sind die Begründungen der Bundesregierung. Und deswegen wäre es auch gut, wenn die Bevölkerung das mal mitbekommt, wie ihre Regierung das begründet, die Waffenlieferung. Also es ist halt auch ein Anliegen, dass das bekannter wird. Ja, danke, dass du auch noch mal so ein paar Beispiele genannt hast. Diesen Brief der 99 Ärzte können wir auch noch mal unter dem Video verlinken, wenn Leute den noch nicht kennen. Gerade den Punkt, den du gesagt hast, dass man die diplomatischen Beziehungen da nicht offen halten würde. Also das richtige Druckmittel, was die Bundesregierung ja hat, ist ja der Stopp der Waffenlieferung. Als zweitgrößter Waffenlieferant ist ja Deutschland sozusagen das Land, das nach den USA die zweitgrößte Möglichkeit hätte, Druck aufzubauen, wirklich eine andere Politik in Israel zu bewirken, was ja auch gerade, es kommen ja jede Woche neue Nachrichten rein. Finanzminister hat jetzt angekündigt, dass das Westjordanland annektiert werden soll nächstes Jahr und so weiter. Also es wird einfach immer offensichtlicher. Ich hoffe, da könnt ihr mit eurer Klage da auch einen Teil dazu beitragen. Und vielleicht auch alle, die das sehen, ne? Beate hat gerade gesagt, in den Medien kommt jetzt noch nicht so viel an. Also vielleicht habt ihr Lust, das Video zu teilen, es unter Medienartikeln zu verlinken, mehr Leute über die Sachen, von den Sachen erfahren lassen, über die wir hier sprechen. Was sind sonst nächste Schritte? Du hast schon ein bisschen angerissen, dass ihr auch bis auf die höchste Ebene ausschöpfen wollt. Aber genau, was steht konkret als nächstes an? Jetzt warten wir erstmal. Also ich habe jetzt heute wieder einen Schriftsatz vorbereitet nach den neuesten Ereignissen, an dem die Annexion des Westjordanlands angekündigt wurde und ja auch Aktivitäten in Syrien sind, also dort die Golanhöhen, und in dieser militärfreien Zone werden jetzt Straßen betoniert, dass das niemals unter das Selbstverteidigungsrecht fallen kann und dass das völkerrechtswidrige Handlungen sind. Und da lege ich eigentlich faktisch jede Woche nach. Ich weiß natürlich nicht, wann das Gericht entscheiden wird. Und ja, und dann steht natürlich, wir haben jetzt keine Anhaltspunkte, dass jetzt Kriegswaffen geliefert worden sind, weil die Bundesregierung da natürlich auch nicht auf dem Baum schläft, sondern sie hat erstmal die Rüstungsgüter vorgeschickt. Und da gibt es ja auch eine Klage ein Eilrechtsantrag von einer anderen NGO beim VG Frankfurt, sich gegen die Rüstungsgüter zu wehren. Da wird es aber halt noch schwieriger, weil dort im Gesetzestext halt das Völkerrecht nicht explizit genannt ist. Natürlich muss man bei jeder Genehmigung auch das in der Verfassung verbriefte Recht beachten. Aber es steht halt nicht so drin wie im Kriegswaffenkontrollgesetz. Und jetzt weiß natürlich niemand, ob es jetzt Kriegswaffen gibt.
in nächster Zeit oder das Gericht wirklich unserem Antrag folgt und sagt, alle Kriegswaffen, die geeignet sind und dafür bestimmt sind, in Gaza eingesetzt zu werden. Wir haben nämlich diesmal auch ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil das ja immer mit der Selbstverteidigung kommt und haben gesagt, alles, was Abwehrsysteme sind, die in Israel, Raketenabwehrsysteme, da kommt ja immer das Argument Hisbollah, Iran und Hamas und Raketen, ne? Das ist davon ausgenommen, das kann man liefern, aber eben nichts, was explizit in Gaza eingesetzt wird oder dafür bestimmt ist oder geeignet ist. Und diesmal haben wir es halt, ganz global gemacht, also ganz generell gemacht, Kriegswaffenlieferung, und diesmal haben wir es eingeschränkt. Jetzt warten wir natürlich auf die Entscheidung des VGs, wie das jetzt entscheiden wird. Mal sehen, ob es überhaupt noch entscheiden wird vor einer neuen Regierung, weil hat es ja von Februar bis Juni gedauert, obwohl manchmal Eilrechtsentscheidungen innerhalb einer Woche ergehen. Und danach sehen wir dann weiter. Also wenn wir abgelehnt sind, müssten wir zum OVG gehen. Aber die Frage ist, geht man jetzt nochmal zum OVG, weil die Rechte haben sich damit überhaupt nicht befasst. Also wir haben beispielsweise 44 Seiten Beschwerde gegen die erste Entscheidung geschrieben und da kam eigentlich ganz lapidar zurück, also das VG, also mit wenig Begründungsmasse im Zirkelschluss, ja, das VG hat richtig entschieden und es wäre auch gar kein Problem, dass die Antragsteller gar nicht wissen, wann Waffen geliefert werden. Es hat eigentlich im Zirkelschluss begründet. Ob wir dann nochmal zum OVG gehen, weiß ich nicht. Oder ob wir dann generell sagen, es ist durch dieses Kriegswaffenkontrollgesetz und durch die Anwendung überhaupt nicht möglich, einen Rechtsschutz für Betroffene zu bekommen und damit zum Bundesverfassungsgericht gehen. Aber das müssen wir uns halt noch überlegen. Das ist dann nämlich nochmal eine Hausnummer, weil ich nenne mal so ein Beispiel. Es gab einen AfD-Antrag, die haben generell vor uns verlangt, dass es gar keine Unterstützung, auch Waffen für die Ukraine gibt. Da gab es 2022, glaube ich, nee, oder 23 einen Antrag beim VG. Und da hat man als Gegenstandswert 5.000 Euro angesetzt. Und bei uns hat man gleich von Anfang an, obwohl an die Ukraine ja Milliarden fließen, und da hat man gleich hier von Anfang an 25.000 Euro Gegenstandswert festgesetzt. Und das sind natürlich erhebliche Kosten, weil man hat den Klageantrag, man hat den Eilrechtsschutz, der mit 25.000, die Klage mit 25.000, dann haben wir die Beschwerde mit 10.000, jetzt haben wir wieder einen neuen Eilrechtsantrag. Das sind natürlich enorme Kosten und bis jetzt hat die mein Mandant alleine getragen. Also ich arbeite pro bono, ich kriege nichts, aber das Gericht. Und wenn wir verlieren, müssen wir natürlich die Anwälte der Bundesregierung bezahlen. Und die arbeiten nicht umsonst, leider. Und insofern muss man sich jeden Schritt auch immer überlegen, wie weit kann man gehen oder wer kann das noch tragen. Ne? Also aber wir sind eigentlich der Überzeugung, dass wir so lange, wie es uns möglich ist, weitermachen. Und zumindest in dieser Zeit die Bundesregierung nicht einfach so entscheiden kann. Es ist halt immer irgendwo, die steht unter Beobachtung und läuft immer Gefahr, dass sie mit ihrer Entscheidung aufgehoben wird. Und auch wenn sie jetzt, und das ist ja das, was auch im Bundestag zur Sprache kam, ihr Hauptargument, sie hätten sich jetzt versichern lassen, dass die Waffen nicht völkerrechtswidrig eingesetzt werden. Das ist ja der blanke Hohn. Also das ist von jemand, der verdächtigt wird, plausiblen Genozid begangen zu haben und von Verantwortlichen, wo ein Antrag auf internationalen Haftbefehl erlassen würde, sich bestätigen zu lassen. Ihr bekommt Waffen, aber setzt die bitte nicht völkerrechtswidrig ein. Das kann niemals funktionieren. Und ich hoffe auch, dass das Gericht, wenn es das entscheidet, zumindest dem eine klare Absage erteilt. Weil wenn Kriegswaffen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz geliefert werden oder eine Genehmigung erteilt wird, dann muss ja schon geprüft werden, ob die Gefahr besteht der Völkerrechtsverletzung. Und dann gehe ich ja natürlich immer davon aus, wenn ich das genehmige, dass der andere nicht das Völkerrecht verletzt. Und zumal dieser Schriebs oder diese Bestätigung ja wohl mit dem Verteidigungsminister ausgehandelt wurde, mit dem Verteidigungsministerium laut Spiegelangaben
und der Verteidigungsminister ja gar nicht mehr im Amt ist. Wer hat es unterzeichnet? Also die Bundesregierung hat es in unserem Verfahren eingeführt, aber sie hat es natürlich nicht beigefügt. Und wir haben das schon gerügt und haben gesagt, sie möchte das mal bitte darstellen und wir streiten das ab, dass es so etwas gibt. Und wer es unterschrieben hat, ja, dann Herr Galant ist nicht mehr im Amt. So, und was nutzt, selbst wenn man sagen würde, es würde etwas nutzen oder es könnte dann gerechtfertigt werden, ist es noch aktuell. Aber wie gesagt, wir probieren das zu machen, was rechtlich möglich ist und würden uns wirklich freuen, wenn hier zahlreiche Unterstützung, sowohl als Spende vielleicht für die Klage und auch Aufmerksamkeit in den Medien kommt, dass das Gericht halt eben auch sieht, sie werden auch kontrolliert in ihren Entscheidungen. Nicht nur die Bundesregierung, sondern auch dem Gericht guckt man auf die Finger. Was entscheidet das Gericht? Wer das Gericht oder die Justiz eigentlich die letzte Instanz hier im Staat ist, zu gucken, wird das Recht noch richtig angewendet. Und wenn sie nach diesem Vortrag der Bundesregierung Entscheidungen gar nicht kontrollieren darf, weil ihnen von der Verfassung das alleinige Recht zugesichert worden ist, diese Entscheidung zu treffen, dann ist das Kriegswaffenkontrollgesetz gar nicht mehr justiziabel. Dann hat niemand mehr ein Recht, dort einzugreifen, wenn Entscheidungen grob falsch sind oder vorsätzlich falsch sind und Waffen geliefert werden, selbst wenn man einen plausiblen Genozid unterstützt. Ja, krass. Danke für die ganzen Ausführungen. Danke für deine Arbeit. Auch ja, unsere Solidarität natürlich an Qassem, seine Familie, alle Betroffenen, die gerade unter anderem an deutschen Waffen und Waffenlieferungen leiden müssen in Nahost. Nicht nur in Gaza, sondern ja auch im Libanon, wir hatten es schon erwähnt. Genau, danke zum Abschied. Möchtest du noch den Leuten was mitteilen? Natürlich auch, wenn jetzt ganz viele Kommentare und Fragen kommen, dann können wir sicherlich noch mal eine zweite Folge machen oder nach einer Weile noch mal eine zweite Folge machen, wenn es vielleicht Updates gibt. Also schreibt das auch gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt. Dann gehen wir da dann noch mal drauf ein zu gegebener Zeit. Wie können Leute sonst noch unterstützen? Was möchtest du den Leuten noch mitgeben? Also ich wollte noch mal sagen, weil ja viele auch so ein bisschen an dieser Situation verzweifeln, sich so hilflos fühlen, geht mir manchmal auch so. Aber ich wollte, dass wirklich, also alles hilft. Selbst Teilen von Beiträgen hilft, Spenden hilft, Weitersagen hilft. Wenn man irgendwie Kontakt zu Zeitungen hat oder irgendwie da besser reinkommt, darauf hinweisen, dass es da mal ein Artikel ist. Die kleinsten Sachen helfen wirklich. Deswegen, es sind nicht immer die großen Sachen. Also wenn jeder so seinen kleinen Beitrag dazu leistet. Ich habe viele Sachen jetzt, seitdem ich das öffentlich gemacht habe, weil ich war auch manchmal wirklich am Verzweifeln, wie so etwas sein kann, weil ich habe eigentlich Recht studiert, damit Recht angewendet wird und nicht, dass das so eigentlich so verformt wird, das Recht. Also ich will mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe bei Herrn, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, Bernhard Schlink, der Vorleser, also ist vielleicht vielen bekannt, gab einen Hollywood-Film danach, aber es ist ein sehr schönes Buch. Und der war an der Humboldt-Universität Professor für Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und der war mein Mentor. Und der hat im ersten Semester zu uns gesagt, wer Recht studiert, der muss für Recht brennen. Und das ist es eben. Und wenn man auf das, was in Gaza passiert, guckt, dann muss man als Jurist und als normaler Mensch eigentlich wissen, das ist Unrecht. Und da muss man dafür brennen, dass man dagegen etwas tut. Und da ist jeder kleine Beitrag wirklich willkommen. Man muss einfach sich dagegen organisieren und etwas tun, weil wir können das nicht wieder zulassen, dass hier in unserem Namen wieder ein Genozid passiert und dass das dann auch noch totgeschwiegen wird. So, das ist das, was ich vielleicht noch sagen wollte. Danke, kann ich mich nur 100% anschließen. Das ist ja auch Teil unserer Arbeit. Also wie gesagt, die ganzen Links zu Spenden und so weiter werdet ihr in der Beschreibung finden. Unter mera25.de könnt ihr Mitglied werden bei mera25, wenn ihr was wollt, was bewegen wollt als Teil einer internationalen Bewegung und als Teil einer deutschen Partei auf dem politischen Weg. Und
Genauso gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten in Gewerkschaften, anderen Bewegungen, auf der Straße, bei den Protesten sich zu beteiligen. Genau, da ist schon viel möglich. Und ich würde mich auch anschließen und sagen, genau, man kann es manchmal gar nicht fassen, in was für eine Situation wir sind. Und das nie wieder leider nicht für alle gilt. Aber nicht desto mehr müssen wir uns dafür einsetzen, dass das schnellstmöglichst korrigiert wird, gerade von hier aus Deutschland. Danke dir, Beate. Danke an euch, dass ihr zugesehen habt, und bis zum nächsten Mal.